bin Paul Roth, 1962. Im September bin ich hierher gezügelt und bin von Grusch her Mundringerdien. Bin ich von Schulz, bin ich dort weggezügelt und bin von da Bella Luna übernommen. Und die Bella Luna habe ich in einem wüsten Zustand übernommen und habe sie selber restauriert und habe sie wieder ins Leben gerufen, mit dem, dass ich die wieder eröffnet habe als Wirtschaft. Ich habe dann noch einen alten Mann verpflegt und den habe ich dann gehabt bis 1968. Nun, jetzt möchte ich eine Geschichte erzählen. Die Leute, die hier auf den Weltuntergang gewartet haben, ist im Dezember 1963 ist ein wohl gut gekleideter Herr da zu mir in Bella Luna gekommen. Und der Mann hat ihn gefragt nach einem Zimmer und die haben auch da, kein Zimmer gehabt. Jetzt habe ich den geschickt, den auf Bergün rauf. Und am anderen Tag ist er wohl wieder zu mir gekommen und hat gefragt, ob ich nicht eine Wohnung hätte. Sie würde gerne hier Ferien machen. Sie sagt, fromme Familiengemeinschaft. Richtig, ich habe mit ihnen abgemacht, die Wohnung, also meine Fremdenzimmer übergeben und habe sie Miete gegeben, monatliche Miete, 100 Franken zum Voraus. Dann haben sie mir die Wohnung, also möbliert, noch eine Küche haben sie dann selber erstellt, zweckgemacht und haben auch Holz gekauft von der Gemeinde. Und dann, wie sie aber hierher gekommen sind, mit drei Privatwagen und einem grossen Lastwagen. Und in dem Lastwagen rein haben sie 7 Tonnen Lebensmittel mitgebracht. Und die haben wir dann gelagert hinten im oberen Anbau. Sie haben die Wohnung gehabt, fünf Wohnräume. Und das war eine Familie gewesen, drei Familien, zwei Brüder und ein Neffe mit der Familie. Der Chef, der sich ausgeht, er wartet hier auf den Weltuntergang und seine Brüder. Die haben ein Farbwarengeschäft gehabt und der Chef hat eine Sandstrahlereifirma gehabt. Jetzt ist der noch der Neffe mit der Frau, der war im Radar in Kloten und ist auf dem Turm gewesen, der hat Rolf Freienbühl geheissen. Und die haben sich an einer Nacht zusammengetan und haben vom Herrgott, wie sie da die Bibelstunde gehabt haben, haben sie Stimmen gehört, sie müssen da wegfahren in der Stadt Bern oben. Und sie haben ja 4 Wohnungen gekommen. Sie sind da weggefahren und eben da zu mir. Und haben da Weihnacht gefeiert. Und die Frau hat dann behauptet, sie haben mir ein Kind über und das sei die Wiedergeburt Christus. Sie haben den Glauben gehabt, die Spiritisten, und haben jede Woche zweimal die Bibel schon gehalten. Sie sind flott und anständig gewesen, nur das, dass sie eben geglaubt haben, dass der Weltuntergang käme. Mit dem, dass der Sterne, wie da der Herr Rolf Freienbühl, hat da auf dem Radargerät aus in Kloten, hat er einen vielfarbigen Stern gesehen, wie er den Leuten gesagt hat in seiner Familiengemeinschaft. Und wenn der Stern da auf der Erde niederkommt, so tun dann die Frau das Jesuskind gebären. Und dann tritt in den Weltuntergang ein. Und darum sagt sie auch mit den 7 Tonnen Lebensmitteln daher. Denn der alte Mann, den ich verpflegt habe, der ist dann mit dem Chef, der ist der Roland und der Ewald Freienbühl. Und die sind dann auf den Viehhandel gegangen. Sie haben Schafe gekauft und Geissen und haben sie da in den Stall hineingestellt.
Wohl habe ich denen bewusst gezeigt, dass sie sehen, da mit dem Pächter, wo dort mal noch die Schür noch im Bach gehabt, weil ich selber auch in der Zeit Pächterin war. Und mit Bauchaufsrecht haben wir ja den Preis abgemacht. Wenn das ich zuerst habe, ich mit meinem Finanzgeld, das ich erspart habe, habe ich das Restaurant wieder leer machen lassen. Und das Telefon habe ich reinmachen lassen. Und verschiedene Böden und natürlich die Fenster sind alle eingeschlagen gewesen. Und das habe ich alles mit dem Zweck gemacht. Jetzt noch kann ich sagen, die Leute sind jetzt da gewesen und eine ist eine Lehrerin gewesen dabei und die ist natürlich von diesen Schulkindern fern geblieben. Die Leute haben sich wohl in meinem Meldebüchlein einschreiben und der Zettel, den Meldezettel habe ich auf die Kanzlei geschickt. Jetzt ist natürlich die Lehrerin, die hat man dann gesucht in Bern oben, durch Zeitung und durch das Radio, dass sie jetzt mal verschwunden ist. Und da die Leute im Dorf vorne haben dann gedacht, die Lehrerin ist ganz sicher in der Bella Luna hin. Dann ist einmal der Pfarrer da gekommen, hat mit dem Prölenelli Schanz da gesprochen, in meinem Restaurant rein. Und hat dann sie wieder wollen schicken, dass sie wieder in Bern über die Kinder unterrichte. Und sie hat dann denen Herren gesagt, kommen Glaubensfreiheit und sie bleiben bei ihren Verwandten. Die Schwester, die da den Rolf Reienbühler geheiratet hat, die ist vorher ist die Sekretärin beim Bundesrat Schode. Und die anderen waren vier schöne Damen, die haben sich gepflegt, aber mich hat selber als Wirtin manchmal habe ich gedacht, dass die sich in der Einsamkeit müssen so einfühlen, so in der, wie sie können von dieser schönen Stadt weg und meinen, dass wir da kommen mit dem Weltuntergang, müssen sich da anders einfühlen und lernen Brot backen. Und die Männer mussten das Holz verrichten, mit meiner Motorkette sagen, das Holz besägt und auch gespalten. Auch der Herr Rolf Reienbühl ist schon mal dahergekommen und hat den Daumen halb abgehauen. Jetzt richtig ist er zu mir gekommen und dann habe ich gesagt, ja, da nützt alles Bett nichts. Ich muss jetzt sofort dem Doktor berichten, dass ihn oder der Onkel sie auf Bergün verführt. Und ich ist dann wieder zurückgekommen mit dem geneigten Finger. Jetzt richtig, wo dann am anderen Tag haben sie da Geissen in den Stall hineingestellt, da sehe ich dann, dass ein Geiss als einen schwankenden Gang hat und trübe Augen hat. Du sagst zu dem Herrn Reienbühl, aber sie, was bringen sie da für ein krankes Tier in den Stall? Du sagst, ja, das hat mir der Herrgott befohlen. Wir tun einfach beten, bis der Geist wieder gesund ist. Du sagst, ja, ich sehe schon die Hund, die Junge eben. Aber schon am anderen Tag hat sie nicht mehr können aufstehen. Nur gefressen hat sie am Boden. Und natürlich, nach drei Wochen sind die Jungen gekommen. Die Männer waren dann da im Holzschädler und die haben ihnen gesagt, die Geister furchtbar schreien. Sie sind auch in den Stall hinter. Schon habe ich auch selber vier Geister im gleichen Stall hineingekommen. Jetzt haben sie dann mir gesagt, als Sakrament, was müssen wir jetzt machen? Da sage ich, ja, wir müssen sofort dem Tierarzt berichten, dann können wir wenigstens noch die Jungen retten. Prompt, die haben dann telefoniert, dann ist da der Herr Dr. Quetsch gekommen und hat dann gesagt, Sie, Frau Roth, jagen Sie die Geiss auf. Da sage ich, ja, die räumen gern noch. Sie, die Geiss sind ja schon seit drei Wochen lahm am Boden, die wollen nicht mehr aufstehen. Da sage ich, was sagen die? Ich sage, ja, ich bin nicht schuld, die Geist gehört nicht mir. Jetzt wissen Sie was, jetzt muss ich da die frommen Herren holen, da, die denen, wo die Geist gehört.
Den de lytte og knyde på standen på dem stald. Da havde sie gesagt, ja, der Herrgott tut uns schon inspirieren, dass da das Fräulein Eli, die wohl hier ist, lernt Milch und da den Stall besorgen. Und richtig, der Doktor hat gesagt, die Frau Rode, ziehen Sie da die Beine auf und dann kann ich da die jungen Geißchen rausnehmen. Aber geben Sie Acht, die Geißchen, die dürfen keine Milch haben von der Mutter. Aber sie dürfen ja auch nicht die Milch ausprobieren von der Geiß. Milch müssen Sie noch 3-2 Stunden. Und jetzt gut, der Doktor hat sich dann verabschiedet und dann ist die Nelly wieder reingekommen und dann hat sie da die Geiß gemelcht, präzise wie der Mini. Ich habe dann gesagt, komm, ja, wir können ja im Fall deinen Tierchen von meiner Geiß Milch geben, dass sie wieder zwei kommen und am Leben bleiben. Richtig, die Nelly ist dann da mit der Milch oben, kommt wieder rein und hat dann auch die Geissli, die anderen wieder trinken. Sage ich denen, oh, was sollen sie jetzt machen mit der Milch? Ja, Silberrot, wir haben alle probiert von der Milch. Sage ich, und halt, haben sie mir um Simmes Willen, was sollen sie jetzt machen? Ihr könntet ja sterben wegen der Milch. Ja, der Doktor hat noch gesagt, oh, das ist also lebensgefährlich. Und prompt, ein paar Stunden später, sind die Kinder schon mit hohen Biber da gewesen. Und dann sind die Brauen zu mir gekommen, nicht mehr rumgestanden. Silberrot, was können sie machen? Also die Kinder haben schon hohe Biber. Und sie können nicht brechen. Ja, jetzt müssen sie halt den Doktor bringen. Ja, der Doktor will mir nicht mehr den Bett, aber sie, Frau Rote, Herrgott, wird sie inspirieren. Sie können mir schon sagen, was wir machen. Ich sage, ja, noch gut, die Frauen sind um mich herum gestanden. Und dann haben gesagt, sie, Frau Rote, tun Sie uns möglichst. Ich sage, ja, jetzt hole ich ganz schnell einen halben Liter Murmeltieröl. Und das müssen Sie jetzt jedem Kind, müssen Sie so ein Blatt aufs Brötchen legen. Und dann eben Essigwickel und Füßchen um. Und dann aber Sie selber, Sie dürfen nicht ins Bett, Sie müssen Ihren Kindern schauen. Jetzt hat er natürlich das junge Ehepaar, der Rolf Reibühl, hat ein halbjähriges Kind gehabt. Und Sepp ist dann am schlimmsten dran gewesen. Und Seppkindli ist dann gut 10 Tage, ist es schlimm dran gewesen. Und nur mit dem Munkenöl haben sie dann dem können helfen. Und ist wieder alles gut geworden. Jetzt der Chef, Reibühl, der Ewald, ist mit dem Zumstein heimgekommen, 7 Abend. Und sagt dann, was hört ihr auch, was ist los? Und der Zumstein hat dann zur Nacht willen. Und dann hat er mich gefragt, was hast du auch so Eiliges? Und sage ich, ja, die haben eine Familie da oben, die haben dort, wo der Todkrankene Geiss, haben sie die Milch probiert. Und sagt er, der dumme Kogel, die Spinner, die. Und sage ich, du hast mir doch auch die Leute, sie sind ehrlich und recht und anständig aufs Äußerste raus. Ich will es möglichst tun, dass sie also wieder zurückkommen. No, sie haben mir da in der oberen Abteilung eine Küche gemacht, dass sie ein Holz herkauft haben. Und da mir in der Stube haben sie da einen anderen aufgekauft. Und dann habe ich da ausführen und aufsetzen müssen zahlen. Jetzt richtig, sie haben mich einmal eingeladen, ich soll auch da in die Bibel schon kommen. Dann sage ich, nein, ich bleibe da meiner Kirche treu. Ich habe ja eine eigene Kirche, ich habe ein Harmonium und ich habe Leute da und ich habe denken, da darf predigen, wer will und das Geiste können wir trinken. Und da habe ich nicht so viel. Jetzt richtig, haben wir dann einmal so gemütlich gehabt. Die Frauen haben nicht dürfen, aber in die Wirtschaft. Nur die Männer sind dann gekommen und haben mir dann und dem Zumstein erzählt. Sie haben wieder den Herrgott gehört und haben mit ihnen geschwätzt. Jetzt einen Tag haben sie mir gesagt, sie sollen doch endlich jetzt
havde der herregud sagt, at sige det endelig med der Frau mod Frau Roth og Gütergemeinschaft machen. Du sagde, nej, nej, så dum ser jeg den auch nicht aus. Nej, nej, das geht's nicht. Also wenn dann da ein See geht, da unten rauf, und dass sie könnte da noch mit ihrem Segelbootli, wo sie da noch mit hergeführt haben, mit zwei Waggon Baumaterialien. Da ist Haus geführt und da ist alles im Stall innen noch eingestellt. Jetzt natürlich, jetzt ist ein Tag da der Pächter gekommen und hat dann auch gefragt, nein, er ist nicht einmal, hat er mich begrüßt, aber am anderen Tag ist dann der Herr Schmied gekommen, der Arthur Schmied, und sagt zu mir, Sie, Frau Roth, ja, eine verdammte Frechheit. Warum, sage ich dann, ja, Sie haben eine schöne Orte da. Sag ich, haben wir gerade recht, warum? Ja, dann gestern ist der Heinrich, der Pächter gekommen, und hat gesagt, Sie haben den ganzen Stall überstellt. Von lauter Baumaterialien, sogar noch ein Esel steht jetzt sogar noch im Stall innen. Und eben Schaf und Geissen neben Schmieden noch. Jetzt habe ich dann eben dem Herr Schmied gesagt, sie, ich will jetzt Ihnen da die Herren Reihenbühl vorstellen. Die sind da bei mir und sie ist eine christliche Gemeinschaft. Sie haben einen nächsten Glauben. Und die meinen eben den Weltuntergang kommen. Und prompt, die haben dann da die Herren gerufen und dem Herrn Schmied da drei Herren Reihenbühl vorgestellt. Und dann hat dann der Herr Schmied ihnen gesagt, ja, sie müssen noch zum Herrn Heinrich führen. Und der wird ihnen schon sagen, ob sie da ein paar Wochen können, den Stall noch im Bach nehmen. Jetzt ich selber habe schon, bis ich den Kauf bestätigt habe, hier von Bella Luna zu kaufen, habe ich ihn vom Herrn Schmied also Bewilligung gehabt, dass ich da darf sagen, ja, jetzt haben dann die Herren Reihenbühl gesagt, ja, sie haben halt auf den Herrn Zumstein abgelassen, der hat ja gesagt, ich da habe ich auch nicht etwas zu sagen, ich habe Geld reingesteckt. Da sage ich, wow, ihr braucht doch nicht auf den Mann zu lassen. Der Besitz gehört mir als Patent und das habe ich als Frau Roth. Und der Zumstein ist ja noch an meiner Kost und Logis als alter pflegebedürftiger Mann. Jetzt sind die Ehrenreihenbühl zu dem Heinrich führen und haben dann von dem dann als Unterpächter für 4 Wochen haben sie dann die Bewilligung bekommen. Aber dann müssen sie raus. Dann haben sie aber nicht gewusst, woher mit. Mit den Schafen und mit den Geißen und mit dem Esel. Jetzt unter der Zeit ist dann das Fräulein Reihen, die Lehrerin, hat dann einen Brief bekommen von Bern und hat den Befehl bekommen, sie müssen ein geistiges Gutachten machen, sonst wäre sie einfach abgeholt. Jetzt ist sie gegangen für 3 Tage und ist dann wieder hoch und hat die Lehrerkasse sich auszahlen lassen. Sie ist einfach da geblieben und hat den Stall besorgt. Jetzt richtig in der Zeit haben die Besonnen da, die Ehrenreihenbühl, haben dann einen Plan gemacht für den Stall da am unteren Rang unten als Provisorium. Wir haben es einfach da angefangen zu bauen und in der Zeit ist dann ein paar Mal der Förster bei hin und her gefahren und ist dann am 5. Tag reingekommen und hat mir gesagt, Sie Frau Roth, was haben Sie denn da für Leute? Was machen sie auch da ohne? Sie sind in der Mauer. Ich sage, ja, sie ein Riesler, sie sind in ein paar Tage hin und her gefahren. Warum müssen sie denn nicht selber schwarz mit ihnen machen? Ja, sie, Frau Roth, die dürfen doch nicht bauen. Sie müssen die Baubewilligung eingeben. Das geht doch nicht. Und dann ist er eben runter zu denen. Die haben sofort müssen aufhören. Und dann haben sie eben einen Plan müssen schicken auf die Kanzlei. Und in der Zeit, die ist dann 3 Wochen vergangen, sie haben keinen Bericht und nicht bekommen, ob sie dürfen weiterbauen oder nicht. Und sind ein paar Herren gekommen, da von
Bergün habe, wo wir geschafft haben, da auf der Säge, da haben sie mir gesagt, die Männer sollen noch weitermachen. Da vor 3 Jahren ist da ein Stall gestanden. Da sage ich, was? Der Heinrich hat gesagt, er stand schon mehr wieder 6 Jahre kein Stall mehr drin. Da sagt dann da der Herr Wiestanner, ich habe dumms gezeugt, der Heinrich hätte den Stall selber abgebrochen, anstatt gepflegt. Sagen so, so ist das nur so ein Pächter. Und dieser Weg haben sie es jetzt in den Leuten gemacht. Jetzt richtig, am Abend sind die Männer wieder gekommen, die Herren Reihenbühnen sind traurig gewesen. Du sagst zu ihnen, sie, jetzt habe ich einen guten Rat. Ich habe heute einen Gast gehabt und die haben mir gesagt, unten selber 3 Jahre im Stall gestanden. Und der Heinrich selber hat ihn abgehoben. Als Pächter hat er selber abgehoben, ohne Erlaubnis, anstatt fliegt. Jetzt sage ich, sie tun sich jetzt nur noch einen Brief schicken auf die Kanzlei und machen noch weiter. Nur nicht, dass sie noch Kummer und Sorgen überkommen. Warum? Die hat am anderen Tag schon weiter gemacht. Jetzt mal ist dann noch ein Brief gekommen, der eine der Roland-Kreienbühl müssen Dienst. Gut, er ist in Dienst gegangen, auf Bern oben, und dort oben hat er den natürlich als Prophet angegeben, ich gebe jetzt den viel, viel Erdbeben in Bern oben. Und dann hat er den Telefon gehabt da, und dann haben die da mir berichtet gehabt, den, der Roland käme eingesperrt. Und da sind dann Puppen losgegangen, die einen die haben auf dem Roland geglaubt und die anderen haben gesagt, das sei ein Spinner. Und schon am anderen Tag sind die Rinder Schweiz, es sind die Erdbeben gekommen. Dort in Saarne sind etwa 22 Erdbeben gewesen. Zum Teil sind so gerne die Leute ausgezogen. Und an der Kirche hat es grosse Risse gegeben. Jetzt natürlich ist denn auf die Zeit dem Roland Kreienbühl so gern oder nicht der Reststrich gekommen und dann haben sie mir bei Heilig gehalten. Und dann ist der Arm gekommen und dann hat dann gesagt, oh, wenn ich jetzt wieder ein Glück habe, wenn ich jetzt wieder ein Bär habe. Jetzt richtig noch, jetzt ist dann der Tag gekommen, wo dann da dem Herr Emal Kreienbühl wieder zu mir gekommen ist und hat gesagt, sie brauchen die Bienen nicht. 3 Pakete, das sind 3 verschiedene große Pakete, darf ich das Bienen einstellen? Ich sage, ja, wenn es nicht gerade so etwas Gefährliches drin hat, warum nicht? Aber warum? Sie haben doch einen grossen Lebensmittelraum, dort wo die Kisten sind. Alles neue Kisten, die 7 Tonnen Lebensmittel. Haben da sicher die 3 Pack auch noch Platz dort drin. Jetzt richtig. Sagt er, nein, also wir haben jetzt hier noch kleine Kinder, wir die da würden jemanden Väterle mit ihnen Pack und da hat es auch keine Spielsachen drin. Ich sage, ja, noch gut. Dann nehme ich die an. Richtig, ich habe da im Stuhl, ohne dass er Zumstein gewusst hat, habe ich dann die 3 Pack am Zumstein unter das Bett untergestoßen. Hätte ihn in diesem Bett stattgekommen. Aber ich denke, er schaut ja gleich nie unter. Er war so ein dicker, grosser Mann gewesen, also wie ein rechter Mastoss. Dicke Ranzen gehabt. Er Ferneflasche mit zu kommen, eine Weinflasche, eine Bierflasche. Also, wir haben von dem Wachentisch hätte er saufen, wenn er nicht will. Aber mehr nie gezahlt. Jetzt richtig, ich habe gedacht, er tut doch nie schauen, was da unter dem Bett unten hat. Jetzt noch, jetzt hat er noch in der Zeit, dann nehmen sie wieder einen Bericht überholt. Sie müssen da unbedingt die Eisenbahnbrücke in Schwarzenburg. Haben sie angefangen und neu behindert. Wenn sie das nicht weitermachen, also würde ich halt das von einer anderen Firma noch fertiggestellt. Jetzt haben die Männer natürlich wieder dort oben und das nicht fertig gemacht. In 3 Wochen sind sie wieder zurückgekommen. Dann hat sie noch die
han havde med den berørte i hånden, den arke, at Simeon, at den min skæber går til, at til de er gejsen, og de er sjovfuf, der er du, ja, i hånden på Riksland, i hånden af noteret, altså de gejsen bruger, at der er et slant selv, og nødt for ernes ting, men så har vi der sagt, over nach, og der er videre, der er hånden af sjovhode, weltundergang. Und wir sind einfach gesandt da auf mehr Gott. Also die Albelertal sind noch verschont geblieben. Warum einfach dann ist da die Zico und jetzt die Lehrerin, die haben mir dann noch geholfen, da den Forellenteich machen. Und die haben dann da, die Männer haben dann mit dem Mesel da das Kies und Zang geführt da rein. Und und nachher haben wir das wieder können weitermachen, den Forellenteich da oben. Jetzt natürlich, jetzt einen schönen Tag, wo dann schneeschmelzig war, ist dann da ein Auto der Terzfahrer gekommen. Jetzt Lebensmittel haben sie gleich halt gekauft und haben von ihren 7 Tonnen 9 abgebraucht. Jetzt richtig, jetzt ist der hergekommen mit einem Auto, den habe ich Nummern abgelesen. Jetzt habe ich gedacht, jetzt nicht mehr Wunder, der schönste Moment noch der Blickreporter sein. Brumm, die haben da dem Autoindex nachgeschaut. Brumm, weil sie ist sie, der Jakob Lampert von Langwart. Und dann habe ich eigentlich eine Tonbände gestellt und habe dann das Gespräch aufgenommen. Nur der hat gesagt, hey, er sei da auch bei der gleichen Seite. Bei diesen Spiritisten, wir dürfen mit diesen Herren mal schwätzen. Das habe ich dann können aufnehmen. Jetzt sind dann, ist dann der Tag gekommen, wo sie dann am 2. April sind dann in die Zeitung gekommen. Im Blick, in der hintersten Zeitung, ist dann gestanden groß. Sie warten im Albelertal auf den Weltuntergang. Ein Esel soll ihnen Proviant bringen, wenn Straßen und Wege verwüstet sind. Und dann noch so gerne 3 Putten drauf gewesen. Also die ganze Seite ist vollgestanden, da von denen vom Weltuntergang. Jetzt natürlich, am 7. Tag, ist dann da der Herr Iwald Kreienbühl so verrückt worden. Hätte wohl die Zeitung dann, da hätte sie noch den Zumstein abonniert, aber natürlich, das Geld habe ich müssen zahlen für die Abonnements. Jetzt haben die dann noch die Zeitung aufgenommen und der Iwald Kreienbühl ist da zum Zumstein abgeguckt und hat sich ein Äpfel gesoffen. Nicht angefangen zu streiten und tun wie ein Satan. Nicht gesagt, also wir nehmen den Wagen recht gängig. So würde er jetzt dem Lampert runterfahren, würde er gar kaputt machen. Ja, jetzt habe ich dann auch, am anderen Tag hat es dann so viele Leute, einen Haufen Besuch für die Leute. Es sind natürlich von den Spiritisten da in der Schweiz noch eine Menge Leute, die die gleichen Sekte sind. Dann haben sie ihnen eine neue Hoffnung gegeben und schon haben die Kreienbühl gesagt, dass sie also, zu viel Geld ausgegeben haben. Also 30.000 Franken haben sie Auslagen gehabt und haben jetzt eben nichts verdient. Jetzt richtig, jetzt dürfen da die Schöpfli sind dann auf die Alpha, sie haben sie angemeldet. Und dann ist die Zeit, als Mädchen hat man auch viele Suche für die Schule. Jetzt, was ist sie? Das Mädchen hat dann noch ein bisschen Mission gemacht, draussen eben den Weltuntergang kam. Und dann sei das Kind angespötzt worden und hat man sie so behandelt, dass sie am Zlaufen gekommen ist. Dann ist die Lehrerin für ihn, hat den Krieg blamiert. Beim Herr Lehrer Barendon. Dann ist er natürlich auch nicht viel besser gegangen, man hat sie auch ausgespöttelt. Jetzt ist dann die Zeit gekommen, wo dann der Herr Kreienbühl mir gesagt hat, sie müssen unbedingt wieder jetzt fort, aber es geht vielleicht nicht lang, dass sie also wieder zurückkommen.
Also die Wohnung zahlt es gleich immer zum Voraus, weil sie eben da die Lebensmittel lernen dürfen oder länger da lagern. Sie müssen nicht unbedingt wieder arbeiten. Und dann sind, wie sie die Tiere am Burg sind, und die, das Kind hat dann Ferienzeit bekommen. Dann haben wir dann da noch einen Abschied gefeiert. Also sie haben alles bar gezahlt. Und was anstrengend war, hat man also von denen noch können lernen. Das heißt, von den Kindern, wie auch von den Frauen, wie auch von den Männern, es ist nicht oben so gerade gegangen. Jetzt habe ich dann denen gesagt, ob sie nicht, er würde da die drei Päckchen, weil ich nicht mehr länger da bewahren. Also ich kann ja nicht wissen, was da drin ist. Sie sollen es doch wieder aufnehmen, ich habe einen Lebensmittelraum. Ich sage, nein, nein, sagt dann noch der Rival Kreienbühl. Sie, Frau Roth, wir lassen das noch dort, wo es ist. Dann sage ich, ja, nur gut, wenn ihr morgen wieder abreisen. Und so wünsche ich ihnen weiter das Glück. Und dann sind mit ihnen drei Autos sind weggefahren, mit dem Lastwagen, was noch war. Haben sie aber die Lebensmittel haben sie alle noch da gehabt. Und was auch Baumaterialien waren, haben sie noch da gelassen. Richtig, jetzt sind die Tage so ein bisschen einsamer geworden. Die Zimmer habe ich gebraucht wieder für meine Gäste. Und dann habe ich einen Tag gehabt, wo dann da der Bauführer gekommen ist, da von mir, das war der Herr Kalberer, der da die Werke hat müssen, da kontrollieren. Jetzt an dem Tag habe ich dann da gesehen, dass der alte Zumstein wie ein Napf hat, also ein blau-roter Kopf. Und ich weiß, dass er einen hohen Blutdruck hat und schon ein paar Mal zwischen dem Leben und dem Tod war und ich habe ihn verpflegt. Jetzt ist dann der Fall, dass ich also in dem Moment immer würde sagen. Und dann sagt, ist dann das Auto hergefahren gekommen. Dann ist dann der Zumstein mit dem Herrn Kalber um 0,5 Liter gewesen und ich habe dann da in die Pack hineingeschaut. Ein Pack hat er dann 10 Kilo Riesel, scharfer Sprengstoff, Argonit. Und ich bin also beschrocken, und den Pack wieder zugebunden, den zweiten aufgemacht. Und dann war dort 12 Zündschnurrollen gewesen. Und dann hat es in einem anderen Pack ein Haufen Diamantschächtel gehabt mit einem Würstchen. Oh, ich bin also beschrocken, bin am Bleichort. Denk um siebenes Willen, wenn jetzt ein Zumstein im Abwinen da gefädelt hat und mal geschaut hat, hätte jetzt mal können die ganze Bellalone in die Luft kommen. Bitte, hab ich einen Schrecken gehabt. Jetzt hab ich den Sommertag geläutet auf die Kanzlei. Was will ich auch machen? Bitte, holen Sie mir die Pack ab. Und sagt dann noch, der Kanzlist, der Herr Janiel, dann sind noch ein Polizist anrufen, Herr Mettner. Gut, den habe ich gemacht, der hat jeder in separat kommt und einen Rapport aufgenommen. Sag ich, bitte, dann sind da die Ware mitnehmen. Also ich habe keine ruhige Stunde mehr. Nicht dann zu machen, nicht mitnehmen. Jetzt ist dann zum Glück der Herr Kalber wieder und hat mir habe ich ihm gesagt, natürlich habe ich die Pack nicht mehr unter den Zumstein, sein Bett unter den Stossen. Und ich bin dann also in der Stube hineingekommen und gut zugedeckt, hier in der Privatstube hinein. Und dann habe ich dann, der Herr Kalber ist wieder hoch und sage, denke, was habe ich erlebt. Die Kreienbüsse haben mir drei dieser Pack da geht es um Einlagern. Und jetzt habe ich drin geschaut. Scharfer Sprengstoff. Sag ich, was? Da muss ich sofort zum Haus ausnehmen. Sag ich, oh, denke dir, und dem Polizisten und dem Scharnierbericht. Und jetzt, was wollen Sie machen? Sag ich, gar nichts. Und sagt er, was? Jetzt habe ich doch jeden Tag, die letzten Tage mit ihnen einen Kaffeejass gemacht. Im Bahnhof oben. Und die sagen mir nichts.
Måtte jetzt noch eine Zange in die Kanzlei führen und nach einer Stunde komme ich wieder, dann hole ich die Ware ab und tue das beim Toscani ins Lager. Gut, da hat er auch gemacht und hat es abgeholt und Mama, ich war schon stehen auf dem Herd. Jetzt richtig, weil ich den neuer noch gegangen. Jetzt habe ich den jenen Leuten Kündigung geschrieben. Sie sollen kommen und die Ware abholen. Und sie sollen doch nicht weiter zu glauben an den Weltuntergang. Und natürlich, vorher habe ich schon gesagt, ich habe ein großes Loch gestohlen, ich sage, da tue ich auch. Mit dem habe ich allen Leuten das Leben gerettet. Da haben sie natürlich gesagt, aber sie, Frau Roth, sie tun noch Spötchen über uns, unseren Glauben. Da sage ich, ja, und ich werde jetzt auch die Welt gehen. Dumm, so ein Zeug, was glauben Sie auch? Nein, jetzt habe ich dann noch den Brief, die Kündigung wieder zurückgekommen. Und dann habe ich die müssen suchen lassen, das Richteramt. Jetzt ist sie noch die Familie, Reihenbühl sind sie immer noch in den Ferienwohnungen gewesen. Und warum? Sie haben sich nämlich geschämt, um wieder zurück in ihre Wohnungen zu kommen. Weil sie eben ein Blick sind. Und somit haben sie dann gedacht. Und dann ist dann wirklich ein Brief gekommen, sie haben mich dann, dass ich auch Sink und Ware abholen. Also die zwei Bahnwagen voll Materialien und Lebensmittel. Und somit habe ich dann, wo sie dann da sind, aber der Chef ist dann nicht mitgekommen. Jetzt der Herr Rolf Reihenbühl, wenn ich jetzt vernommen habe, ist er so gerne Chef oder unserer Luftwacht, sei es militärisch oder sei es mit der Swissair. Wenn etwas passiert ist, hat er gewöhnlich im Radio und Fernsehen geschwätzt. Der Herr Rolf Reihenbühl, wer jetzt heute in der Zeit, ist er jetzt etwa 56 oder 57. Und ich bin zufrieden mit diesen Leuten. Ich hätte also jetzt den Stall, der steht noch, ist aber verlottert unten, wo die noch bauen haben. Nur die Leute sind nicht mehr gekommen, sie haben sich nicht mehr zeigen lassen bei mir. Nicht wegen dem Sprengstoff hat sie schon 100 Franken Busse bekommen und haben den Sprengstoff nicht mehr dürfen abholen. Somit habe ich jetzt geschlossen von mir, wenn eine Lune geschirrt, vom Weltuntergang.